Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Mitmach Häkeln dabei seid. Wir machen diesmal einen ganz sommerlichen Tischläufer, deswegen auch diese vielen Grüntöne. Ihr könnt natürlich die Wolle verwenden, die ihr gerne benutzen wollt. Ich habe jetzt hier aus dem Adventskalender den Zahnpasta-Bobbel von Märchengarne. Das ist ein Vierfach 100 Gramm 380 Meter pro Ding. Wir werden die nicht alle brauchen, die hier liegen, aber ich habe lieber ein paar mehr liegen als zu wenig. Wir schauen mal, wie viele wir dann zum Schluss gebraucht haben. So, beginnen tue ich mit diesem. Da haben wir ein ganz zartes Grün mit dem Weiß. Und ich gehe dann in den rein, da haben wir schon ein bisschen mehr Grün, so dass wir, falls wir doch alle brauchen, uns dann zum Schluss in dem hier wiederfinden. Aber ich glaube es wirklich nicht, dass wir sie alle brauchen. So, da ist ein Stück zur Seite. Häkeln tue ich das Ganze mit meiner Dreiernadel. Und wenn ihr es im Hintergrund brummen hört, der Hausmeister mäht die Wiese. So, wir schlagen als allererstes 92 plus 2 Luftmaschen an. Also machen wir jetzt eine Schlaufe, nehmen die auf die Nadel und schlagen jetzt unsere 92 plus 2 Luftmaschen an. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, meine Lieben, das ist dann meine Breite. Wie ihr seht, wir werden diesmal nicht ganz so breit wie das letzte Mal. So, als nächstes machen wir einen Umschlag. Stechen in die dritte Masche von der Nadel aus ein und häkeln ein Stäbchen. Dafür holen wir uns den Faden durch die Masche, haben drei Schlaufen, holen uns den Faden, gehen durch zwei, holen uns den Faden, gehen durch zwei und haben ein Stäbchen gemacht. Nun kommt in jede Luftmasche ein Stäbchen. So, und die letzten zwei Maschen, auch ein Stäbchen rein, guckt, dass ihr immer alle Fäden erwischt. So, zwei Luftmaschen für die Höhe, wir drehen das Ganze und jetzt kommen vier Stäbchen, das heißt, in den nächsten vier Stäbchen machen wir jeweils ein Stäbchen. 1, 2, 3, 4, jetzt kommen 21 offene Gitter, das heißt wir machen 3 Luftmaschen, Umschlag und jetzt zählen wir hier unten bis 4. 1, 2, 3, 4 und in die vierte Masche kommt ein Stäbchen. Das ist ein offenes Gitter. Davon jetzt 21 Stück. 1, 2, 3, 4, Gitter Nummer 2. Eins, zwei, drei, vier, Gitter Nummer drei. Eins, zwei, drei, Umschlag. Eins, zwei, drei, vier, Gitter Nummer vier.
1, 2, 3, 4. Gitter Nummer 5. Eins, zwei, drei, vier. Gitter Nummer 6. Eins, zwei, drei, vier. Gitter Nummer 7. Eins, zwei, drei, vier. Nummer 8. Eins, zwei, drei, vier. Die 9. Eins, zwei, drei, vier. Die 10. Eins, zwei, drei, vier. Die 11. Zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Und jetzt nochmal in jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt 4 Stück. Stäbchen 2, drei und die 4. 2 Luftmaschen für die Höhe. Wir wenden. In jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen. Ausgelassen. Da muss es rein. Jetzt kommen noch einmal 21 offene Gitter, also wieder 3 Luftmaschen, Umschlag. Und wir häkeln unser Stäbchen auf das Stäbchen der Vorreihe und haben alle Fäden und haben damit Gitter Nummer 1. Nummer 2. Drei,
4. Fünf, sechs, sieben, acht. Neun, zehn. So, da sich der liebe Hausmeister jetzt immer mehr Richtung meines Fensters bewegt, würde ich sagen, mache ich eine kurze Kaffeepause, warte, bis er fertig ist und dann machen wir hier weiter. So, ich glaube, jetzt ist Ruhe eingekehrt. Mein Kaffee habe ich nicht ganz geschafft. Den stellen wir jetzt einfach hier oben hin. Da lächelt uns jetzt die Tasse an. So, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 offene Gitter. 21 brauchen wir. Also geht's jetzt fröhlich weiter. Elf. 12, 13, das ist nicht sein Ernst, oder? Ach ja, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So, jetzt wieder in jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt 4 Stück. 1, 2, 3. Und damit der Rand schön gerade bleibt, mache ich jetzt nicht einfach ein Stäbchen, sondern ich steche jetzt zwischen das letzte und das vorletzte Stäbchen der Vorreihe ein und häkel so mein Stäbchen. Und dann haben wir einen wunderbar geraden Rand. Zwei Luftmaschen für die Höhe. Wir wenden. Jetzt wieder in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Ich steche jetzt nicht hier vorne in das erste Stäbchen, in das erste Löchlein ein, sondern hier in das zweite. Eins, zwei, drei und die vier. Jetzt kommen 8 offene.
3. Vier, sechs. So, jetzt hat er sich wieder ein Stück verzogen. Also echt, das hier ist Hausmeister-Mobbing. Wir machen weiter. Wir brauchten 8 Stück. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, uns fehlen noch 2. Können die nicht einfach die Wiese wachsen lassen? So eine schöne hohe Wiese hat da auch was. So, und das letzte, oder zumindest vor unserem Fenster. Ah, da haben wir das letzte fertig. Jetzt kommen 2 geschlossene. Dafür machen wir einen Umschlag. Stechen jetzt um unsere Luftmaschenkette drumherum, holen uns den Faden und häkeln ein Stäbchen. Jetzt kommen noch 2 Stäbchen drumherum. Und ein Stäbchen auf das Stäbchen. Das war geschlossenes Gitter Nummer 1. Und das Ganze jetzt noch einmal. 3 Stäbchen um die Luftmaschenkette. Stäbchen Nummer 2. Stäbchen Nummer 3 und ein Stäbchen auf das Stäbchen. Damit haben wir das zweite geschlossene. So sieht das Ganze jetzt aus. So, jetzt kommt wieder ein offenes. Also 3 Luftmaschen. Meine Häkelnadel hängt im Tischläufer. So. Und ein Stäbchen auf das Stäbchen. Damit haben wir das eine offene. Jetzt kommen wieder 2 geschlossene. Also umhäkeln wir wieder mit 3 Stäbchen. Und ein Stäbchen auf das Stäbchen. Und wieder umhäkeln. Und ein Stäbchen auf das Stäbchen. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt haben wir hier unsere 8 offenen, 2 geschlossene, 1 offen, 2 geschlossene. Und jetzt kommen wieder 8 offene. So, das ist die 2. Aber ich muss hier leider noch einmal unterbrechen. Der irritiert mich total und ich hoffe, dass ihm bald das Benzin ausgeht. So, ich hoffe, jetzt ist er fertig mit seinen Runden. Wir machen fröhlich weiter. Drei. Vier, fünf, sechs. Sieben, und die 8. Jetzt wieder in jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt 4 Stück. 1,
zwei, drei und die vier. Zwei Luftmaschen. Wir wenden. In jedes Stäbchen ein Stäbchen. Jetzt kommen sieben offene. Eins, zwei, na, alle Fäden, drei, vier, fünf, sechs, sieben, einmal geschlossen, jetzt kommen zwei offene, wir müssen zählen. 1, 2, 3, 4, in das vierte kommt unser Stäbchen, offenes Nummer 1, offenes Nummer 2, ein geschlossenes, und wieder zwei offene. Wir zählen wieder. 1, 2, 3, 4. In das vierte kommt unser Stäbchen. Offenes Nummer 1. Offenes Nummer 2. Eingeschlossenes. Und jetzt wieder sieben offene. Eins, zwei, drei,
4. Fünf, sechs, sieben und jetzt wieder in jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt 4 Stück. 2, 3 und die 4. 2 Luftmaschen für die Höhe. Wir wenden und das Ganze sieht jetzt so aus. So, meine Lieben, weiter geht's ab in die Runde 6 mit uns. In jedes Stäbchen ein Stäbchen. 7 offene. Eins. Zwei. Drei. Vier, fünf, sieben, ein geschlossenes. Fünf offene. Eins. Zwei. Drei. Vier, und die 5, na komm hier, 5 und jetzt wieder ein geschlossenes. 7 offene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
und wieder in jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt 4 Stück. 2, 3 und die 4. 2 Luftmaschen für die Höhe und wir gehen damit schon in Reihe 7. In jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen. Na, da habe ich auch nicht jeden Faden erwischt. Moment. Fünf offene. Eins. Zwei. Drei. Vier, fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf, ein geschlossenes, noch eins. Und ein drittes. So. Fünf offene. Eins, zwei, drei, vier, fünf, jetzt wieder 3 geschlossene. Das heißt, wir machen jetzt hier erstmal auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und auf die nächsten beiden offenen machen wir jetzt 2 geschlossene. So, und jetzt wieder 5 offene. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf.
und wieder in jedes Stäbchen. Ein Stäbchen, zwei, drei und die vier. So sieht das Ganze jetzt aus. So weit sind wir heute gekommen. Ja, ich bin mit euch so gemein. Mein A4-Blatt ist zu Ende. Das mache ich euch gleich wieder hinten dran. Da könnt ihr noch einmal vergleichen. Und so sieht das Ganze jetzt aus, was wir heute geschafft haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderbaren Abend. Wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Bis dahin.